Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu den Vermutungen vom PS Plus im November 2015. Im Hintergrund seht ihr jetzt ein Battlefield Hardline Video gespielt von mir und gleich mal im Vorhinein dazu zu sagen, das Ganze sind nur Vermutungen hier. Es könnte natürlich sein, dass ein Spiel vielleicht kommen könnte, aber wie gesagt, es gibt gewisse Internetseiten, wo man genau nachlesen kann oder wo man Vermutungen über das neue PS Plus nachlesen kann und deswegen würde ich euch diese gerne, ich würde euch die einfach so sagen. Ja, zum ersten wäre vielleicht Killzone Shadowfall richtig geil, so ein AAA-Titel wäre natürlich richtig mega fein, aber wir werden auf jeden Fall sehen, ob das wirklich mal passieren wird oder nicht. Wäre natürlich richtig, richtig geil. Rayman Legends wäre natürlich auch ein richtig geiler Titel, der uns oder mir persönlich sehr viel Spaß bereiten würde, da ich wirklich ein richtig, richtig krasser Jump'n'Run-Fan bin und wie man schon weiß, Rayman Legends ist halt Rayman Legends und was will man da noch großartig dazu sagen. Zum letzten wäre vielleicht The Walking Dead, wäre natürlich eine richtig geile Sache, ob The Walking Dead vielleicht erscheinen wird für das neue PS Plus im November 2015, es lässt sich spekulieren. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, da sind wie gesagt keine richtigen Infos, was das PS Plus im November 2015 betrifft, das sind lediglich nur Richtlinien. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall über zahlreiche Kommentare, ich würde mich auf jeden Fall über Abonnenten freuen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mir einfach ein Feedback hinterlässt und vielleicht ein Like, wäre natürlich richtig, richtig nice. Ich bin soweit, lieber Steff, ihr habt im Hintergrund ein Battlefield Hardline Video gesehen und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos und auf euch natürlich auch. Wir sehen uns und ciao!